So Leute, ich sage euch ganz ehrlich, es lohnt sich einfach überhaupt nicht, die Funktion dieser Uhr zu nutzen. Das hier ist die Galaxy Watch 4 Classic LTE, 42 mm glaube ich. Die Uhr, die hat einiges drauf. Man kann damit telefonieren, man kann damit SMS schreiben, man kann damit im Internet rumsurfen, man kann sogar damit YouTube gucken. Aber ich würde nur empfehlen bis 144p, also niedrigste Videoauflösung. Ansonsten hakt das Ding. Ansonsten hängt sich das Ding auf und da läuft dann gar nichts mehr. Man hat Timer, man hat Stoppuhr, man hat da all möglichen Kram, den man da braucht. Allerdings gibt es ein ganz großes Problem mit der Uhr, und zwar die Akkulaufzeit. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich die Uhr nutze. Also wie ich sie selber nutze. Dauert jetzt noch eben, bis das Ding gestartet ist, ne? Ich habe mir nur halt ein anderes Ziffernblatt reingemacht hier. Ein sehr, sehr kleines, ganz, ganz kleines, weil das ein OLED-Display ist und weil ich eben so viel Strom sparen will, wie es geht. Man hat hier diese ganzen Spielereien hier. Ich habe mir auch ein paar Apps runtergeladen, ne? Man hatte sogar Sprachaufnahme, um halt Aufnahmen zu machen. Ja. Aber das Problem ist einfach der Akku. Er geht einfach richtig schnell leer. Wie viel Prozent haben wir jetzt? Immer noch 100%, weil ich die auf eine Uhrfunktion eingestellt habe. Aber sag euch, das Ding hält nicht mal irgendwie den ganzen Tag. Deshalb mache ich, zeige ich euch mal eben, was ich immer mache. Warte. Ich muss mal ganz kurz hier. Offene Apps. Ja, was ich immer mache, ist halt, ich schalte die NuO-Funktion ein. Dann gehe ich hier rauf. Ja, Stromsparmodus schalte ich erst gar nicht ein, sondern hier NuO-Funktion aktivieren. Er sagt dann auch hier, der hält dann 18 Tage, 14 Stunden. Ja, gehe ich hier auf Einschalten. Dann dauert das einen kurzen Moment. Und dann zeigt er hier die Uhrzeit an. Geht dann nach ein paar Sekunden wieder aus. Also man muss einmal kurz hier auf die Taste drücken und dann zeigt er dir die Uhrzeit an. Und wenn ich ehrlich bin, das ist eigentlich auch alles, was ich brauche. Ich mache die Uhr mal wieder um. Ja. Wenn der Akku wenigstens 3 oder 4 Tage halten würde, dann wäre ich zufrieden. Dann wäre ich wirklich zufrieden. 3 oder 4 Tage. Ne? Dann wäre ich wirklich zufrieden. Aber weißt du, die Uhr richtig zu nutzen, das lohnt sich einfach nicht. Das lohnt sich einfach nicht hier. Dann gucke ich hier so auf die Uhr. 14.50 Uhr. Und das reicht mir dann auch. Ich werde euch die Uhr mal unten verlinken, weil sie unbedingt haben will. Ne? Aber ein Kauf wäre wirklich nicht wert. Ich würde dagegen eher die Amazfit GTS 1 empfehlen. Erste Generation. Viel besser. Die hält wirklich einen halben Monat. Ne? Und Elvis on Display, wenn der Elvis on Display aktiviert, dann ist das der beste Weg, dass der Akku nur irgendwie ein paar Stunden hält. Also, ja.